Grüß euch. Hier habe ich diesmal die deutsche Ausgabe von Disc Wars, Warhammer Disc Wars. Eigentlich wollte ich meine Spielesammlung verkleinern und ein bisschen ruhiger werden, wenn es in die Richtung geht, aber irgendwie hat das nicht geklappt und schon wieder ist eine Bestellung eingetroffen und da habe ich mir gedacht, wird eh nichts. Man hat zwar schon so viele Hobbys, aber ja, ist nicht so schlimm. Dann werden halt die Schränke wieder voller. So. Was habe ich mir auch für einen guten Kurs geschossen? Da musste ich es mitnehmen. Verdammt, dass man auch andauernd überall Angebote findet. Keine Ahnung. Ich habe mich mit den Warhammer als Spiel noch gar nicht so befasst. Und komm, geh auf, mein Freund. Ja. So, dann gucken wir jetzt einfach mal rein, was wir da drin haben. Zack. What is that? Ich habe einfach mal keine Ahnung. Es ist ein Teil. Ja, keine Ahnung. Hier sind auf jeden Fall erstmal schon mal ein paar Würfel. Dann haben wir hier Karten. Was ist das denn? Okay, dann haben wir hier die Bedienungsanleitung. Oh. Und hier haben wir einen ganzen Haufen an... Ich habe keine Ahnung, ob es Spielfelder sind oder ähnliches. Ich muss mich, wie gesagt, ich muss mich da erstmal reinlesen und meine Leute überreden, dass sie mit mir das mal spielen eine Runde. Ich wollte euch eigentlich nur den Inhalt zeigen. Ich gucke jetzt einfach mal hier rein in die Karten. Wie gesagt, das war ein Schnapper, also ich werde euch das dann auch unten verlinken, wenn ich weiß, wo ich es bestellt habe. Das sind verschiedene Karten, keine Ahnung, was für Karten das sind und Vorstoß und Schnelligkeit und irgendwas Ende mit irgendeiner Disc und das habe ich auch noch nicht so begriffen, was mir das mit diesen Discs hier auf sich hat. Okay, das ist jetzt nicht so aufregend. Die da werde ich jetzt nicht auspacken, weil die sind hier so wundervoll eingepackt noch, diese ganzen Discs. Was auch Sinn macht, wenn das Spiel neu ist. Wartet mal, ich glaube, das war jetzt verkehrt. Jetzt gucken wir mal, was... Ach, jetzt. Nein, was habe ich getan? So, jetzt gucken wir mal, was hinten drauf steht. Das Zeitalter der Kriege hat begonnen. In immer größeren Zahlen rüsten Orks, Elfen und Menschen ihre Streitmächte für den Kampf. Die Winde der Magie wehen immer stärker und die Dämonen durchstreifen das Land. Es gehen Gerüchte über einen großen Champion um, der die Banner aller vier Chaosgötter unter sich vereint, während der Imperator die Mächte der Ordnung unter seiner Führung vereint. Der Tag der Abrechnung ist nah. Warhammer Disc Wars ist eine einzigartige Strategie. Ist ein einzigartiges Strategiespiel, bei dem jede Einheit durch eine Disc dargestellt wird. Bewege deine Discs über das Schlachtfeld, bringe den Feind in Bedrängnis, lasse einen Pfeilhagel auf ihn niederregnen und webe mächtige Magie, um die Geschicke der Schlacht zu lenken. Mit 5 doppelseitig bedruckten Geländeteilen und 6 verschiedenen Szenarien lassen sich schnell und einfach neue Schlachtfelder konstruieren. Keine Schlacht ist wie die andere. Das Grundspiel von Warhammer Disc Wars enthält 4 vollständige Armeen, Orks, Hochelfen, Imperium und Chaos. Noch spannender wird es allerdings, wenn man seine eigene Armee zusammenstellt, um die Armeen seiner Freunde damit zu zermalen. Mit brillanter Taktik und etwas Glück verbreitet ihr schnell Angst und Schrecken unter euren Gegnern. Warhammer Disc Wars ist ein individuell anpassbares Kampfspiel für 2 bis 4 Personen, die um die Vorherrschaft über die alte Welt ringen. Das innovative Bewegungssystem macht das Spiel schnell und intuitiv. Führt eure Truppen in die Schlacht, lasst eure Helden große Taten vollbringen und bezwingt eure Feinde. Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal echt interessant an. Ist auch so ein bisschen so meine Thematik, weil ich auf sowas stehe mit Fantasy und Science Fiction. Und da habe ich ja auch in den anderen Videos sicherlich irgendwann schon mal erwähnt gehabt. Jetzt habt ihr erstmal den Inhalt gesehen.
Sieht auf jeden Fall recht nice aus. Wenn der Preis stimmt, kann man sich das auf jeden Fall mal hinlegen. Ich wünsche euch noch einen schönen nerdigen Tag. Bis denn dann. Ciao.